Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, Rana, Hauptmann Rana hat im Hintergrund hat uns in der letzten Folge eine Aufgabe gegeben und der müssen wir jetzt nachkommen. Und zwar habe ich keine Ahnung, wo die eigentlich ist. Ich muss mal eben schauen. Ach so, wenn wir links den Weg runterreiten. Das heißt, hier so ungefähr. Weitere Ablenkung. Dann müssten wir. Nee, da ist der Weg. Da ist der Weg und da ist etwas ganz Wunderbares, was wir unbedingt einsammeln müssen. So. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. Ich gehe mal nach oben. Ich habe zwar keine Ahnung, aber normalerweise ist unser Ziel immer oben bei solchen Türmen. Es ging ja auch um Signalfeuer, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da oben. Zack. Da hat einen Rettich verloren. Bevor der jetzt irgendwie schlecht wird oder so, nehmen wir den natürlich mit. So, kriegen jetzt erstmal wieder einen kleinen Drehwurm auf dem Weg nach unten. Übrigens, solche Trinkschläuche solltet ihr nicht unbedingt liegen lassen. Ich gebe zu, ich lasse die auch meistens liegen. Aber je nachdem, wie euer Account aussieht, also ich meine, wenn ihr schon einen sehr großen Account habt, dann sollte das nicht das Problem sein. Dann kriegt man nebenbei normalerweise mal welche. Aber wenn ihr gerade erst angefangen habt oder noch einen kleineren Account habt, also noch nicht so viele Punkte habt, dann solltet ihr die auf jeden Fall mitnehmen, weil man übersieht die leider sehr oft. Ja, geh bloß nicht aufs Reittier, ist in Ordnung. Müssen wir halt zu Fuß durchlaufen. Ah, sowas ist echt nervig. Oh, links war einer, den habe ich nicht gesehen. Oha. Ah, jetzt kommt das, was ich in Erinnerung hatte. Haha. Zu viele. Es waren einfach zu viele. Das Signalfeuer brennt, Tirani. Was ist passiert? Das Bündnis ist hier. Sie haben das Dorf in Brand gesteckt. Narald und ich haben versucht, die Familie Erdwender und die anderen Bauern zu beschützen. Wo sind sie? Enskar hat sich auf den Weg zur Schlafbaracke gemacht. Ära hat Unterschlupf in meinem Haus gesucht. Dann haben die Soldaten Feuer gelegt, während sie schallend lachten. Ich bitte euch, holt Wasser, rettet die anderen. Ich habe versucht, euch zu warnen, aber die Truppen, sie haben mich eingeholt. Beruhigt euch. Wie kann ich euch helfen? Tut das nicht. Kehrt nicht meinetwegen zurück. Holt nur Ära, Denska, Littrek und Trünhild. Ich habe nicht gesehen, wohin sie gingen. Rana ist am alten Grabmal. Sagt ihr, dass ich ihr vergebe? Also Tilrani sollen wir nicht mitnehmen, aber wir sollen uns dann extra nochmal ins Getümmel stürzen wegen ein paar anderen Leuten. Ja, kein Thema. Da ist gerade keiner, oder? Dann können wir hier mal kurz, bevor wir uns jetzt hier auf die Suche machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier eine Möglichkeit gab, sich dann nochmal zu verkleiden oder so. So. Wir brauchen Wasser. Geh weg da. Hallo? Hallo? So, lösch das brennende Haus. Das brennende Haus da hinten. Auch jetzt kann ich hier wieder nicht reiten. Warum kann ich nicht reiten? So, ich bin hinter dir gelaufen. Du darfst mich nicht sehen. Was haben wir denn hier? Ode an die Grunzer. Okay. Irgendwann, wie gesagt, werde ich die alle mal vorlesen. Das werde ich dann allerdings auf dem Zweitchannel machen, also auf Alpha Wölfin. Da habe ich ja schon ja, mit begonnen.
aber noch nicht hochgeladen, muss ich dazu sagen. Da wird die komplette Lyrik dann hochgeladen. Die Soldaten haben mich hier reingetrieben. Ich dachte, ich würde bei lebendigem Leibe verbrennen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr es schaffen. Schnell, zum Grabmal. Ich kann es schaffen. Ich danke euch. Lauft. Lauft, lauft. Hier haben wir noch was zu lesen. Thürins Schmiedenotizen. Okay, dich mache ich nochmal kurz weg. Weil, wenn er sowieso flüchten muss, dann braucht er ja nichts mehr von seinen Sachen, nehme ich mal an. Dann nehmen wir mal ein paar Sachen davon mit. Das könnt ihr natürlich auch nebenbei immer gerne machen. Und hier ist noch was, was wir noch mitnehmen können. Zack. Da haben wir Areas Haushaltsnotizen. Schweineländeräuchern. Okay. Und gegen die Schlangen. Dürft ihr euch gerne durchlesen. Ja, dann mal sehen, ob die eine mich da jetzt direkt erwischt. Anscheinend nicht. Oh komm, nerv mich doch nicht. Geh zum Basti. Der müsste dich schon dreimal gezogen haben. Nein. Hallo? Ja, Moment. Dann für alle, die lesen möchten, klickt mal noch einmal kurz rein. War nicht das, was ich anvisiert hatte, aber... Die Soldaten sind überall. Wo ist Tilrani? Ich dachte, bei ihr wäre ich in Sicherheit. Tilrani ist nicht hier. Schnell, renn zum Grabmal. Ich wette, sie ist jetzt dort. Ich werde sie dort treffen. Ich danke euch. Ja, du solltest vielleicht besser nicht wetten. Achso, Moment, da war noch mehr, ne? Nieder mit Emmerich, dem Sklaventreiber. Basti, schau noch mal kurz weg. Hier sind überall recht schöne Sachen, die wir mitnehmen können. Okay, die Dietriche waren jetzt vielleicht nicht unbedingt so... So, hier haben wir noch einen Brief an Tilrani. Die fünf Spitzen des Sterns. So, da liegt noch was. Brief an Seynerf, oder wie es heißt. Okay. So, Basti, wenn du jetzt den nächsten wieder nicht ziehst, ne, bin ich sauer. Wofür nehme ich extra einen Tank mit, der mir die Leute vom Hals halten soll? So, halt, stopp. Du musst weg. Genau. Lauf. Ich konnte einfach nicht anders. Ich bin weggelaufen. Tut mir leid. Dann lauf nochmal. Ihr werdet in Sicherheit sein. Schnell, lauf zum Grabmal. Möge Kühne mich beschützen. Ich danke euch. Ich werde jetzt gehen. Aber lass dich nicht von den Bogenschützen treffen oder von den Magiern. Na, okay, machen wir mal ausnahmsweise nicht. Rettet Thürnhild. Dum, dum, dum. Ihr seht mich nicht. So, Moment, die ist irgendwo hier. Schwuppidiwupp. Tilrani befahl uns zu fliehen. Ich dachte ans Wasser und die ruhigen Tage in der Brandung. Was habe ich mir da gedacht? Eure Familie ver... Hallo, geht's noch? Was ist denn jetzt auf einmal her? Blödmänner. Tilrani befahl uns zu fliehen. Ich dachte ans Wasser und die ruhigen Tage in der Brandung. Was habe ich mir da gedacht? Eure Familie versammelt sich am Grabmal. Schnell, lauft! Ja, meine Familie. Ich sollte zu ihnen gehen. Ich verschwinde. Tut das. Lauft! Muss ich denen jetzt noch in den Hinter treten, damit die laufen? Okay, wir können theoretisch hier unten am Wasser entlang. Irgendwo. Ach, da hinten steht sie. Was ist jetzt mit der einen? Die hätte ich jetzt aber auch gerne noch geholt. Dürfen wir die jetzt nicht holen im Rahmen der Quest? Seid ihr denn Sugar? Ich gehe auch nochmal zurück, kein Thema. Tja. Willkommen zurück. Die Dorfbewohner, die ihr zusammengerufen habt, sind bereit.
Dann haben wir alles getan, was wir tun konnten. Ich wünschte nur, dass ich mehr hätte tun können. Wohlan denn. Seid ihr bereit, dieses Stück Fels zu verlassen? Yep. Wir beide gehen durch das Grabmal voraus. Die Dorfbewohner nennen es Letzte Rast. Darch und Sane bilden die Nachhut. Wir werden dafür sorgen, dass keiner zurückbleibt. Seid ihr sicher, dass wir es da durchschaffen? Beim Willen des Tribunals. Ich habe mir die Karten über den Aufbau des Grabmals angesehen, aber ich habe mich nie hineingewagt. Dieser Ort ist alt. Hierin ruhen die einstigen Bewohner von Ödfels. Und das nicht in Frieden. Worauf warten wir denn noch? Folgt mir! Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist. Zwei Schalter entschärfen diese Fallen. Wir müssen sie beide gleichzeitig betätigen. Nehmt den an der gegenüberliegenden Wand. Ich betätige meinen, sobald ihr bereit seid. Okay. Ja. Moment, das ist so. Dann geht das aber schon. Dann müsste ich nach links und nach... Oh Gott. Naja, fast. So. Ist das hier ein Stolperdraht oder was? Das sieht ganz seltsam aus. Dort springen sie durch. Vertraut uns einfach. Wir wissen auch nicht, ob die wieder angehen, aber lauft mal einfach hindurch. So, nu? Ich hätte gerne ein Zeichen. Hallo? Hauptmann? Jetzt. So viele sind wegen mir gestorben. Ich weiß nicht, ob ich nach all dem noch in den Spiegel schauen kann. Ihr müsst die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Sie brauchen einen Anführer. Aber sie haben nur mich. Wo sollen wir jetzt hin? Ich möchte, dass ihr für mich eine Tür öffnet, die sich tiefer im Grabmal befindet. Bei dieser Tür befinden sich Steine mit Blumensymbolen darauf. Durchschreitet die Tür hinter mir. Wir sehen uns bald. Ja, kein Thema. Mama macht das schon. Muss ich ihn hin? Geradeaus. Ich würde die jetzt auch mitziehen. Ich weiß nicht, was einfacher ist, die... Oder besser gesagt, was schneller ist, die eben einzeln zu machen oder die alle mitzuziehen. Wahrscheinlich wäre mitziehen schneller, aber... Egal. Der Rechtschaffende. Eine Epidemie. Axt in den Händen. So, Moment. Ich sehe hier gerade gar nichts. Sieht mir irgendwie so nach Spinnen aus. Kann natürlich auch nur bedeuten, dass das hier alles sehr alt ist. Und sich keiner mehr drum gekümmert hat. So, Moment. Ich muss hier rum, ne? Gerade habe ich noch. Ah, da. Das nehmen wir auch noch mit. Die Blumentür. Hier entlang. Ja, und die anderen? Dann gehen wir halt alleine. Okay. Wir sind fast draußen. Ich werde die Tür am Fuße der Treppe aufsperren. Im nächsten Raum befindet sich ein weiterer Schalter, den ihr für mich betätigen müsst. Okay, wir müssen darum. Okay. Benutzt den Schalter oben. Da war doch ein Trick bei, oder? Dass man... Ah nee, da unten ist der Schalter. Guten Tag. Ich muss mal eben den Schalter bedienen. Wir treffen uns auf der anderen Seite dieser Tür. Ach, die ist da oben. Welcher Tür? Moment, der da, ne? Nein, falsche Taste. Mach! Bin ich.
Die Bucht müsste gleich hinter dieser Tür sein. Ich gehe voraus. Wartet hier auf die anderen. Da waren aber noch Gegner drin. Jo, wartet hier auf die anderen. Wo sind sie denn? Da. Ah, das Wichtigste haben wir dabei. Also der Koch ist auf jeden Fall dabei. Und noch ein Feldwebel. Das ist auch nicht schlecht. Waren das jetzt schon die anderen? Weil da steht immer noch... Ja, ja. Okay, jetzt steht es nicht mehr. Nicht abhauen. So, mit wem muss ich sprechen? Feldwebel. Nicht? Nicht Feldwebel. Was soll ich nur tun? Hauptmann Rana. Ach so, okay. So. Unser netter Panzerrücken hier wird uns in Sicherheit bringen. Er ist ein Held des Paktes. Und für das, was ich versprochen habe zu zahlen, möchte ich ihm das auch geraten haben. Wohin gehen wir? Ich befürchte, das Bündnis fängt uns ab, wenn wir uns auf direktem Weg nach Davons Wacht begeben. Wir reisen also nach Dalmora, ein kleines Dorf weiter die Küste hinab. Seid ihr bereit aufzubrechen? Lasst uns diesen Ort verlassen. Ja, und da sind wir nun. Ich denke mal, dass wir hier noch eben abschließen können. Wir sind hier. Die Dorfbewohner sind vorerst sicher. Aber das Bündnis kommt näher. Wir müssen Davons Wacht warnen. Ich bin bereit, Rana. Was jetzt? Wir beeilen uns. Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es vielleicht, Davons Wacht vor der Ankunft der Schiffe des Bündnisses zu warnen. Geht zum Wachturm, gleich hinter dem Dorf Dalmora. Sagt den Soldaten, sie sollen die Signalfeuer entlang der Küste entzünden. Die Feuer werden Davons Wacht vor dem aufziehenden Krieg warnen. Ja, das werden wir tun, aber nicht mehr in dieser Folge, weil die Flucht ist vorbei. Naja, also mehr oder weniger, aber die Flucht von Ödfels zumindest ist vorbei. Und das heißt für uns, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.